Was geht ab, YouTube? Was geht zu Bodybuilding? In the building. Und schon wieder einmal früh am Morgen starten wir. Ah, mein Kofferraum. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ist voll mit Kilo für Kilo Paketen. Das heißt, die Tasche muss auf dem Rücksitz. Top. So, Kinders. Ein langer Tag wartet auf mich. Denn ich muss jetzt erstmal schauen, dass ich trainiere. Dann muss ich was essen, meine Tasche packen und dann muss ich zum Tätowieren. Thank the Lord for my fans, cause they love Zero. I get mail, but ain't no letters from nobody I know. It's like I've been forgotten ever since I got locked down. Also es ist jetzt 7.45 Uhr. Motivation hält sich so dezent in Grenzen. Ja, ich war jetzt gestern, also keine 20 Stunden her, weil ich erst im Training habe, 305 gehoben für einen pausierten Single. 4x5 mit 225 Berghoff, habe auch schon Bankdrücken gemacht, 140, 4x6. Und heute steht Bankdrücken und Kniebeugen auf dem Plan. Oh, das ist ja erstmal ein Booster reinscheppern. Also ich habe einen Termin um 12 Uhr. Dann wenn ich jetzt von 8 bis um 10 trainiere, 2 Stunden, dann nochmal nach Hause gehe, duschen gehe, was essen gehe, meine Tasche packe, dann kann ich dann los zum Termin und sollte es eigentlich locker schaffen. Warum lasse ich mich überhaupt tätowieren? Weil ich Bock drauf habe, Leute, ist ja klar. Also will ich eigentlich schon immer. Ja, ihr wisst ja, dass ich so Football gespielt habe eine lange Zeit und so im Football sind natürlich auch viele tätowiert und sind halt alle kriminell so. Also ich will jetzt langsam meine kriminelle Karriere dann auch starten so und wollte das halt schon immer machen, aber während der Uni hatte ich kein Geld dafür, weil ich halt auch immer große Projekte dann vorhatte. So nach der Uni habe ich irgendwie das so ein bisschen aus dem Fokus verloren, auch wegen dem Sport so nach hinten gestellt. Und jetzt ist eigentlich, denke ich, ein guter Zeitpunkt, einfach loszulegen, ja. Und wir arbeiten ja hier jetzt gerade an einem Sleeve, aber wirklich langsam, weil die erste Priorität war eigentlich der linke Arm und zwar ein gesamter Sleeve. Da arbeiten wir jetzt im April los und dann habe ich halt noch einen anderen Tätowierer angefragt, auf den ich richtig Bock hatte, der so richtig gute Porträts machen kann. Ich bin eigentlich nicht so der Porträttyp, denke ich, aber ich weiß auch gar nicht, was für ein Typ ich bin, keine Ahnung. Jetzt bin ich halt der Porträttyp scheinbar. Und weil der mir zwischenzeitlich halt auch noch die Möglichkeit gegeben hat, was bei ihm zu machen und ihr wisst vielleicht, es ist wahnsinnig schwer, einen guten Tätowierer zu finden, der auch Zeit hat, so hab ich halt gesagt, okay Leute, also okay, wir ballern gleich an dem Arm los und haben halt hier angefangen und machen jetzt hier so nach und nach weiter, aber in einer langsameren Frequenz, als wir es auf der Seite machen. Prinzipiell beißt sich das natürlich immer so ein bisschen mit dem Sport, ja. Ich finde den Donnerstagstermin da immer sehr super, weil ich dann Donnerstag morgens noch trainieren kann und dann nur Samstag verpasst und Montag wieder trainieren kann. Das ist natürlich so ein bisschen individuell. Wo ist mein Schlüssel? Wie schnell du dann heilst und wie groß das Motiv war. Und all so ein Spielkram. Aber auf der anderen Seite wisst ihr ja auch, dass mir ja lebenslanger Spaß am Sport über meine Leistung angeordnet ist. Deswegen ist auch für mich kein Problem, es halt dann Tage ausfallen zu lassen, wenn ich halt ein Tattoo bekomme. Wen juckt, macht mich vielleicht sogar besser, weil ich halt ein bisschen mehr Ruhe bekomme als sonst. Wie ich mich auf diesen Monster hier gefreut habe. Aber dafür bei mir bist du so boosterbar. So Leute, wenn ich mir von euch was wünschen darf, dann wünsche ich mir, dass ihr einfach jeden Tag eure 5 Gramm Kreatin nimmt. Und weil ich auch notorisch darin bin, das zu vergessen, habe ich jetzt wieder angenommen, in Trainingstagen mir einen Booster zu machen oder einen Pre-Workout, einen Booster kann man das ja nicht wirklich nennen, ja. Und da habe ich aktuell den Crank hier von RSN und baller mir dann immer vor dem Training ein. So, ich habe auch die meiste Zeit halt gar keinen genommen, so. Ich weiß nicht mal, ob ich es empfehlen würde. Ich glaube, ich würde es nicht empfehlen. So, wenn du Bock hast, ist halt so ein Spaßding, so wie man auch Monster vorm Training trinkt, ja. Wenn du aber Bock drauf hast, dann holst du dir natürlich was mit dem Code YB, ne? Immer den besten Deal sparen bei RSN mit dem Code YB. Let's go. Guck mal, Leute, ich weiß nicht, wie das geht, ja. Ich ziehe mir eine Mütze an und ich mache heute Morgen meine Haare so glatt und dann lege ich die Mütze da drauf, ja. So, was macht sie? So, was ist das? So, warum? Why? So, wie kann man meine Haare mehr zerstören, Mann? Die waren frisch gewaschen heute Morgen, Digga. Haare einfach auf die Sortierung meiner Gedanken angelehnt. Every since I got locked down, but when my feet hit the ground, that's when phony homies come back around. I'm talking fair weather friends, they kick it with you when the sun shines on you, but when the fair weather ends, it's over. Nobody screaming free zero like Bun G was screaming free Pimp C, except Flipper Raji and Pimp C. All
Alright, Leute, willkommen im Voice-Over-Teil. Wir machen Bankdrücken, ja? Es steht ein Topsatz auf dem Plan mit einmal zwei Reps zu RP 6,5. Das heißt, ich nehme ein Gewicht, mit dem ich irgendwo zwischen 5 und 6, 4, 5, 6 Wiederholungen schaffe, mir zuzutrauen. Also am wirklichen Limit. Und ich schätze da irgendwo im Bereich von 160 dass ich dieses Gewicht ein. Also arbeiten wir uns hoch von der 60. Mein Warm-up sind 60 Kilo, 100 Kilo, 140 Kilo und dann 160 Kilo. Und die seht ihr jetzt hier. Life goes along, I put my head against the wall, learning right from wrong. I fall off every 10 minutes on this mission. I'm all out of time, for no one. Last year was a hard one, but life goes on. I never said I was perfect, and I don't fly. And it wasn't the time, I was stuck in the same spot. Ich höre übrigens aktuell wieder sehr viel Zero, habe auch eine eigene Playlist dafür erstellt mit seinen Classics. Ihr wisst, seit ich echt jung bin, bin ich der größte Fan von dem Rapper Zero. Ich finde, es ist aktuell wahrscheinlich der beste Rapper, der noch lebt. Traurig, dass man sagen muss, noch. Inshallah wirst du niemals sterben, Zero. Naja, Playlist findet ihr in der Beschreibung. Und Backoff mache ich jetzt 147,5 Kilo. Und da ist es so bei mir, dass ich die für so viele Sätze mache, wie ich sie zu einer RP von 7 ungefähr, 7 bis 8 hinbekomme. Und dann trage ich das in mein Sheet ein. Ja, das sind jetzt zwei Sätze gewesen. Und dann reduziert mir mein Sheet automatisch nochmal 10 Kilo davon runter auf 137,5. Damit mache ich nochmal zwei Sätze. Das heißt, das autoregulierte Volumenmenge, die ich immer an diesem heutigen Tag habe, was heute 4 Sätze waren, das können auch manchmal 5, 6, 7 sein, aber ich pendel mich meistens bei 4 ein. Also muss man jetzt auch nicht überanalysieren, Leute. Das sind am Ende irgendwie immer 4, ja? So, das Bankdrücken ist damit jetzt überstanden. Schau mal, 8.33 Uhr, ich habe mein Bankdrücken fertig und um 8.10 Uhr habe ich jetzt angefangen mit Bankdrücken. Also 23 Minuten für 5 Sätze, ein Topsatz mit 160 mal 2. Das ist schon eine ganz gute Geschwindigkeit. Es geht schneller sogar bei mir. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich durchgepusht habe. Aber ich empfehle jedem mal so ein bisschen zu schauen, weil viele sagen, ja, wenn ich so auf der Bank 4 Sätze, Backoff und Topsatz brauche ich ja eine Stunde für, dann hast du ein Problem mit dir selbst, Mann. Und mit deiner Effizienz, ja, wenn du erstmal, warum überhaupt zwischen den Sätzen hinsetzen? So, warum? Warum setzt du dich hin und machst dein Handy auf? So, warum setzt du dich hin und ziehst deine Handgelenkbandagen aus? Lass den Scheiß an. Lauf eine Runde ums Rack. Dann ist es am Ende aber auch ein bisschen individuell, ja. Es gibt manche, die brauchen längere Pausen, manche brauchen weniger Pausen. Ich versuche hier die Mitte zu treffen zwischen ein bisschen Entertainment und Motivation und ein bisschen wissenschaftsbasiertes Anleiten. Da wisst schon, was ich meine, ne? So, Kniebeugen. So, Kniebeugen stehen auf dem Plan. Ich habe heute immer ein Single Low Bar pausiert auf dem Plan, also einmal eins Low Bar pausiert, dann ein Vierer Backoff ohne Pause, also normal, und dann noch dreimal fünf Backoff oder so. Ist eigentlich ein Trainingstag, den ich sehr gerne habe. Mir macht sehr viel Spaß, nach dem Kniebeugen Bankdrücken zu machen. Nach dem Bankdrücken Kniebeugen zu machen, so rum. Und ich habe da auch immer echt gut Dampf, so. Man ist halt schon warm und man muss jetzt nicht mehr viel rummachen. Im letzten Block habe ich aus diesem pausierten Single 275 Kilo at 8 rausgeholt. Wir starten jetzt aber sehr leicht rein und zwar aus dem Grund, dass ich ja einen Realisierungsblock aktuell habe. Also ich mache viele Singles, beim Bankdrücken noch Doubles und will halt die anderen Lifts pushen und will mich nicht verausgaben bei diesem pausierten Lift jetzt. So, im letzten Block habe ich den gepusht, habe 275 rausgeholt, super. Jetzt wollen wir gucken, dass wir montags meine normale Kniebeuge ein bisschen pushen können und deswegen halte ich mich immer heute wirklich sehr bedeckt. Ja, also ich habe mir heute vorgenommen, ein Single mit 230 oder so, 225 zu machen. Und dann soll es auch gut sein, dass ich ein bisschen Energie spare für die nächsten Trainingseinheiten noch. Und wenn ihr euch wundert, warum ich hier diese Kondommütze noch auf habe, ihr habt es ja gesehen, Leute. Soll ich euch diese Haare zeigen oder was? Also muss ich jetzt durch und diese Mütze tragen. Außerdem, warte kurz, ich kann den Hipster-Style auf jeden Fall noch komplettieren. Ja, hallo Leute, es ist Buri Euger und Pascal fühlt sich eigentlich nur aus dem einen Grund fit, dass er den letzten Block sehr konservativ gemacht hat, auch wenn er sagt, konservativ verliert, wer konserviert, der konserviert. Aber er geht jetzt mit Dampf in diesen Trainingsblock, weil er eben mal ein bisschen Ermüdung abgebaut hat und diese... Das, was passiert durch dein Training, zeigt sich ja immer erst ein bisschen verspätet. Das bedeutet, während du konservativ trainierst, fühlst du dich natürlich immer noch schwach und schwächer. Aber im nächsten Block kompensierst du dann. Und dann geht es berghoch mit den PRs. Und dann sagen immer alle Leute, konservativ trainieren ist dumm und bringt nichts. Aber in Wirklichkeit haben sie immer nur delayed Ergebnisse von ihrem Training vorher. Ihr wisst, wie es ist, Leute. Ihr müsst immer ballern im Training. Wer konservativ trainiert, viel hilft, viel schwer macht. Falsch, falsch, schwer. Mal, ihr wisst, wie es ist. Deutlich viel bestellt ja auch zu viele Forderungen. Wie wird das Ganze denn am nächsten Tag gesehen?
But I'm still living and still pimping my pen. I swear I'm surrounded by women, most offenders ain't men. They gossip like they sitting in the beauty shop. Can't own nothing, too busy criticizing what the next man got. And all I hear is ain't gon' sack no groceries or working fast food. I would sweep the floor at McDonald's if I had to. Fuck pride, homie, I'm trying to raise my daughter. Hoping I make parole so I can work on being a father. Another birthday came and went, still wearing white. I try to sleep all day long so I can ride all night. No visits, no wreck, the only time I get to leave my cell is at child time and showers. Minutes feel as if they're hours. I read books, trying to put some fat on my head. Dreaming about when I get back on my bread. So many people want me to fall, I know they love to see me on lock. But in a minute I'll be back on top in due time. Time waits for no one. Last year was a hard one, but life goes on. So Leute, es ist kurz nach 10, also alles gesamt habe ich, oh, es regnet. Wir hatten so schönes Wetter, ich glaube schon seit 2-3 Wochen hatten wir keinen Regen mehr. Also es darf auch mal regnen, naja. Also gute 2 Stunden fürs Training, ich habe am Ende sehr getrödelt. Ich hatte ja noch die Ansprache von Zelensky im Deutschen Bundestag mir reingezogen und habe dann so ein bisschen angefangen rumzutrödeln bei den Assistenzübungen. Ich habe ja nicht so viel Übung heute generell, also der Tag geht eigentlich immer recht fix rum. Und ja, mein Tätowierer hat mir gerade eben noch geschrieben, dass er gerne eine Stunde später starten will, um 13 Uhr. Das ist ja also zu früh hoch, aber gut. Mir passt es auch ganz gut, weil ich muss noch eure Pakete wegbringen. Und dann müssen wir mal schauen. Wobei, wo ich gerade von zu essen spreche. Ich habe mir letztes Mal bei Kaufland im Angebot hier so ein paar Shakes mitgenommen. Mit 38 Gramm Protons. Let's go, die fetzen wir uns jetzt rein. Viele von euch, die mich kennen, wissen ja, dass ich mit meiner Ernährung extrem pragmatisch bin. Und wenn ich die so Shakes im Angebot sehe, mit ein paar bisschen was an Protons, das sich lohnt, dann werden die natürlich mitgenommen. Ne? 38 Gramm, ich glaube 26 Gramm Fett, Protons. Carbs! Null Fett oder 1 Gramm Fett oder so. Oh, scheiß Wetter. Dann nehme ich dir immer gerne mit. Natürlich, man kann sich Protein auch günstiger selbst kochen, aber was soll's. Auch Vanille ist nicht so mein Geschmack, aber ich habe, glaube ich, einfach reingegriffen. An alle möglichen Mut. Obwohl, das geht echt klar. Schmeckt auf jeden Fall sehr satt und voll. Zensur, viel durfte nicht veröffentlichen. Warum macht er das manchmal? Wagen hat er hier unter mit dem Fuß so einen Sensor, ne, dass ich hier so machen kann. Und dann geht der Kofferraum zu. Und ich komme da manchmal halt drunter aus Versehen beim Ausladen. Ich habe das Ding schon ein paar Mal auf den Kopf bekommen. Das ist einfach so die Technik, die zurückschlägt. So, eure Pakete sind auf dem Weg zu euch. Ich habe noch ein paar Sachen mitgenommen fürs Tätowieren. Einmal 2 Bananas. Das ist nämlich wichtig, manchmal den Blutzucker so ein bisschen wieder hochzutreiben, beziehungsweise eher füllen die halt auch so ein bisschen. Ja, ein paar Ballaststoffe so. Tut mir immer ganz gut. Und Blutzucker-Naschis, aber ich esse die meistens gar nicht. Ich habe zum Beispiel die British Wine Gums, heißt das so, ne? Nur mitgenommen, weil mein Tätowierer die liebt. Die hatte ich nämlich letztes Mal dabei und habe davon kaum welche gegessen. Und er hat die halt geliebt und dann habe ich halt ihm die geschenkt. Und jetzt nehme ich ein extra welche mit, denn kümmert euch immer gut um euren Tätowierer. Nämlich ein sehr anstrengender Job und ich denke mal, dass wir heute auch wieder 6-7 Stunden reine Stechzeit haben. Also hier haben wir letztes Mal 10 Stunden gebraucht und waren davon 7 Stechzeit, also von 12 bis 22 Uhr. Und der gute Mann hat kaum was gegessen, also das kann ja nicht sein, dass der so krass atrophiert. So Leute, ich habe jetzt den Bad Hair Day mit meiner Dusche ausgebessert, ne? Es ist jetzt 5 vor 12. Ich habe noch meine Tasche hier vorbereitet, also ich habe da drin jetzt hier noch 2 Bananen. Ein bisschen was Süßes, aber hatte ich ja schon was zu gesagt. Eine Powerbank, sehr wichtig, wenn man sich tätowieren geht. Dann habe ich hier so eine Folie, die du über das Tattoo noch machst. Die kannst du dann 3-4 Tage direkt tragen. Dann heilt es viel besser. Also muss man nicht mehr regelmäßig sauber machen. Was zu trinken. Und letztes Mal hatte ich noch so ein großes Kissen dabei. Weil wenn du da so stundenlang auf dieser Bank sitzt, ne, das wird irgendwann hart. Und das war auch genial. Das hat mir den Arsch gerettet. Im wahrsten Sinne des Wortes, aber ich wollte keinen Box mitzunehmen, Mann, weil es hat hier gerade so reingepasst und es ist dann alles gequetscht und so. Ich werde jetzt halt mir das Leben schwerer machen und versuchen halt einfach ohne durchzuhalten. Aber ja, letztes Mal habe ich nicht mehr als das gebraucht, also ich wüsste jetzt nicht, was ich noch brauchen sollte. Ich mache mich dann jetzt gleich mal auf den Weg und hole mir noch was zu essen und da sehen wir uns dann jetzt gleich, denn das ist noch eine kleine Überraschung. Let's go. Fonzo, the size of his fucking torso. Like, he's special. Very special. And a lot of guys are trying to get big quads. Here's another thing. And, the Persian. Alright Leute, also holen uns jetzt noch was zu essen, es ist 12:30, so rum und dann gehen wir rein in die Höhle. Ich habe ja gesagt, dass ich noch eine kleine Überraschung habe, was das Essen angeht
Das zeige ich euch jetzt, denn mein Tattoo-Studio ist genau gegenüber von Subway, Baby. Du kannst halt legit so Supersatz machen, tätowieren und Subway essen. So, und was ich habe, ist ein Philly Beef and Cheese mit Doppelfleisch. Das ist so mageres Rindfleisch, so ein bisschen gestückelt da mit Käse und Southwest-Soße. Und ja, ein bisschen Salat, wie du siehst, ne? Jalapenos, Beste, du gehörst da rein. Ja, damit schlagen wir uns jetzt die Magen voll. Und dann, denke ich, werde ich mir später einfach noch einen Sub holen, wenn wir eine Pause machen vom Tätowieren. So, Leute, wir gehen rein. Haare haben sich auf jeden Fall unter der Mütze nicht verbessert. Ja, wir haben auf jeden Fall ein bisschen was vor. Ich werde euch jetzt nicht zu viel zeigen. Wir sehen uns in 1-2 Stunden, wenn wir ein bisschen weiter gehakt haben. Let's go. So, wir haben jetzt den Stencil aufgebracht, also den Vordruck sozusagen. Das ist jetzt eine Stunde into Termin. Jupp, let's go. So, 1,5 Stunden sind wir jetzt drin. Haben den unteren Teil jetzt hier fertig. Und ich muss sagen, heute tut einfach nur wahnsinnig weh. Auf jeden Fall sehr sensibel heute. Heidewitzka, du hast keinen Spaß heute. Fuck. So Leute, es ist 18:04 Uhr. Wir sind ja schon ein paar Stunden dabei. Wir haben auf jeden Fall schon einiges geschafft. Ne? Wie ihr seht, hier die Seite komplett hoch. Der Rauch kommt langsam. Hier oben fehlt jetzt noch sein Bart und hier die Details beim Rauch fehlen noch. Ich meine, man kann es jetzt eh nicht so gut sehen. Ne? Ich würde euch auch erst später so wirklich, dass du mal an Zähne setzen so ein bisschen. Wer ist das überhaupt und was bedeutet es mir? Ich werde jetzt dazu erstmal nichts sagen, weil das wollte ich erst dann machen, wenn es wirklich fertig ist, Leute. Ich wollte es eigentlich komplett verstecken auf YouTube mit einem Sleeve oder so die ganze Zeit, aber es war mir dann einfach zu nervig, Leute, ihr kennt mich. Und deswegen habe ich es einfach nicht gemacht. So, ich wollte einfach, bam, what the fuck is up? Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Hier unten am Handgelenk, ne, bin ich einfach 1000 Tode gestorben. Das ist der Wahnsinn. Also heute ist echt schlimm. Dass wir das erste Mal daran gestochen haben, ist auch erst 3 Wochen her. Also die Haut ist uns ein bisschen dünn. Wir fassen eigentlich ja nicht das an, was wir schon gestochen haben, aber so, wir sind halt sehr nah dran. Und dann, das Handgelenk ist natürlich auch noch so ein Ort, der sehr schmerzhaft ist für viele. Und ich muss sagen, ich bin halt auch sehr sensibel, ja. Ich bin ein kleines Sensibelchen. Ich fresse das halt in mich rein, Leute, ja. Ich breche auch nicht ab oder sonst was. Aber ich, I gotta live with it. Es ist halt einfach verdammt schmerzhaft, Mann. Also. Naja, ich bin hier auf jeden Fall in Flensburg in Brooklyn Tattoo. Bei meinem Tätowierer Finn. Ich verlinke euch mal sein Instagram auch unten sehr gerne. Ich wollte jetzt eigentlich so nicht beim Tattoo überhaupt YouTube machen. Ich wollte, dass es einfach so meine Privatsache ist, ja. Aber jetzt habe ich mal Bock gehabt, die Kamera mitzunehmen, doch mal ein bisschen was drüber zu erzählen. Aber ich habe mich jetzt nicht dafür bemüht, mal irgendwie nochmal gemeinsam ein Video zu machen oder gemeinsam zu reden. Ich sitze einfach hier, habe die Cam dabei und laber halt so ein bisschen. Aber wenn ihr da mal schauen wollt auf Insta bei Finn, schaut da mal vorbei, falls ihr mal in Flensburg irgendwie euch ein Tattoo ballern wollt. Ein Top-Künstler, der auch bald sein eigenes Studio hier aufmachen wird. Und ja, dann wird's ehrenlos, würde ich sagen, ne Leute? Also ab in die Beschreibung und mal Finn reinfolgen. So, ich mache mich jetzt bereit für die letzte Session, also den oberen Teil, ne, der da oben noch fehlt. Ich denke mal, das wird auch noch mal gute 2 Stunden dauern. Dann werde ich hier so um 20 Uhr oder was rauskommen. Sogar später vielleicht 21 Uhr. Dann wird noch ein bisschen was gegessen, ein Sub. Ich habe einfach Wert des Tätowierens, hast du keinen Hunger und keinen Bock drauf, weil du bist irgendwie so ein bisschen unter Schmerz und Adrenalin. Also ich zumindest habe keinen Hunger. Und ich denke mal, ich werde mich auch noch mit einer Kleinigkeit belohnen. Vielleicht ein bisschen was Süßem oder so. Let's go. So Kinder, 20 Uhr, fast genau. Wir sind fast fertig, ja, wir sind noch nicht ganz fertig. Es fehlen jetzt noch hier oben ein bisschen was. Und dann bin ich auch froh, mit dem Bums jetzt erstmal durch sind, ja. Also heute ist echt ein harter Tag im Tattoo-Studio. Letztes Mal haben wir schon 7 Stunden gestochen und auch jetzt sind wir wahrscheinlich 7 bis 8 Stunden dabei, den Rest fertig zu machen. Aber ja, es sieht einfach nur unfassbar gut aus. Ich bin so unfassbar zufrieden. Ich muss sagen, die Banken, ich nehme ja sonst immer ein großes Kissen mit. Das Ding ist hart, dein Arsch tut weh nach einiger Zeit, Leute. Ja, ich kneife jetzt nochmal die Zähne zusammen und lass es über mich ergehen. So Leute, es ist jetzt 21.34 Uhr und wir sind fertig soweit. Ich zeige es euch trotzdem noch nicht in voller Gänze, denn wir werden nochmal einen kleinen Termin brauchen. So 2 Stunden haben wir jetzt geplant, um nochmal so ein paar Finishing Touches zu machen, die noch so ein bisschen fehlen, um das Ganze noch ein bisschen aufzupeppen. Und dann ist die Seite fertig und dann machen wir uns auch schon gleich an das nächste Projekt. Ja, ich habe eine Menge vor. Ja, war ein langer Tag auf jeden Fall und hat auch verdammt wehgetan heute. Da habe ich ja schon mich 10-mal drüber ausgeheult. Ne? Naja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal schreibt, ob ihr tätowiert seid, ob ihr den Content cool findet, dass ich euch da überhaupt mitnehme. So, ich weiß ja gar nicht, ist ja was Neues auf meinem Kanal. Und lasst mich das gerne wissen in den Kommentaren und über die Like-Bar und dann mache ich vielleicht ein bisschen mehr Tattoo-Content in nächster Zeit, ja. Das soll es für dieses Video gewesen sein. Passt auf, zu checken auf. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace, bro. Drop the mic.